Babypflanzen anfangen zu wachsen. Nö. Einfach. Was geht, Freunde der Außenwelt? Recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir switchen rüber und let's rock. Ja. Das kommt geil. Frühling. Oh. Es ist Frühling. Das hab ich doch gerade schon gesagt. Opa Wutz hat Schokoladen-Ostereier verstätscht. Und seid ihr alle soweit? Nein, Opa. Freddy Fuchs ist doch noch nicht da. Ja gut, aber die anderen sind soweit. Bloß weil Freddy Fuchs nicht da ist, dann heißt es nicht, dass die nicht bereit sind. Das ist so nicht korrekt. Alter, oh. Der Fuchs ist einfach mal eben gegen einen Baum gefahren. Alter, der Fuchs ist eben mal gegen einen Baum gefahren. Oh, wie ist das immer aufregend im Frühling, wenn die kleinen Babypflanzen anfangen zu wachsen. Nö. Einfach mal den Merkel, nö, weg war sie. Hier ist ein Ei. Oha. Nö. Verschwindet jetzt alles, oder was, weil die Merkel das so will? Geil. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden in den Ästen eines Baums. Opa, wir haben... Da kam der Ast runter. ...die Eier gefunden. Das hat Saas gemacht. Ich frage mich, wo die... Das hat Saas gemacht, ja, das ist klar. ...die anderen Eier wohl sind. Das sind doch keine, wenn das so zerbringt, das ist doch kein Schoko-Ei. Du. Kommt, wir gucken mal nach Jessica, Vanessa, Sarah und Günther. Das sind Hühner. Können wir die essen? Im Prinzip ja. Ich würde sie bloß nicht roh kosten. Das ist fettrig im Mund. Herr Bulle, der Müllmann, fährt rückwärts ins Haus. Und George sind gerade mit dem Frühstück fertig. Wenigstens wurde es von Sprech angekündigt. Was ist das für ein Lärm? Das ist Herr Bulle, der spastische Müllmann. Der spastische Müllmann? Ja, so nenne ich meine Müllmänner auch. Irgendwie der in Haus drin steckt, Alter. Was für ein Kick? Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Pepper, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Mhm. Ja, das schmeißt du halt einfach nach hinten weg. Das kann man mal machen. Ich schätze mich ein, Alter. Wir müssen draußen bleiben, lol. Zeitungen kommen in den roten Korb, Schorsch. Nicht? Mama Wutz hat die Flaschen. Pepper hat die Soßendosen. Die Soßendosen. Und Schorsch. Die Turnstunde. In einer ranzigen Turnhalle. Ja, gut. Ihr auch alle eure Turnsachen an. Pedro hat ein Susenheldenkostüm an. Ein Susenheldenkostüm? Ja, die sind geil. Trage ich zu Halloween. Pedro, wo ist dein Turnzeug? Fuck. Hier in der Turnhalle machen auch die Mamas und Papas Sport. Und haben viel Spaß dabei. Und habt ihr alle Spaß? Ja, Mann. Das sieht aus wie so eine Sklavenfabrik, Alter. Ich glaube, genau das sollte das auch gerade darstellen. Euer Turnlehrer für heute ist Opi Mümmel. Wo ist er? Mariut! Ich scheiß mich ein. Weg, Mare. Die Ohren. Müssen wir das etwa auch machen? Nein, ja. Das ist nur was für große Sportler wie mich. So, du Ach siehst so. Ja aus wie ein Spast. Ich super. Tue nur so, als ob. Ich tue auch gerne so, als wäre ich ein Spaß. Das macht am meisten Spaß, durch den Laden zu spazieren. So tun, das ist gut. Und wackeln wie ein Pudding. Und stopp. So, jetzt sind wir alle warm. Jetzt können wir anfangen. Anfangen? Ach, der hat einen Anfall. Womit? Mit dem Abenteuer! Es ist dunkle Nacht und es ist sehr windig. Okay. Der war auf jeden Fall bei einem Avatar in der Lehre. Ibuprofen 600. Heute. Was hat das jetzt damit zu tun? Brauchst du am Spielplatz? Passt Opa Wutz auf Schepper und Torsch auf. Ich zeige dir jetzt alles, was man hier machen kann. Das ist die Rutsche. Whee. Hier kletterst du hoch und kletterst wieder runter. Genau das ist der Sinn von einer Rutsche. Oh je, damit ihr auch heulen. Es ist nicht immer Obst im Haus. Stimmt's, Linus? Hui. Oh, Pedro.
interessante Rutsche, Alter. Bob wurde komplett weggefetzt. Komplett weggefetzt, super. Auf dem Spielplatz ist jeder mal dran. Oh, oh. Hui. Ich krieg dich da nicht raus, Domme. Ich krieg dich da nicht raus. Ja, das war geil. Was best? Ich find das Schulfest schön. Alter, was ist ich hier los? Nicht? Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. So ein Tiger wiegt doch locker eine Sonne. Unge! Super! Geil hingekriegt, Alter! Ich scheiß mich ein! Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Komm, alle Tiger. Tiger sagen nicht Wuff Wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Tiger. Das würde ich so nicht unterschreiben. Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Tschüss. Das hat sich dann wohl erledigt mit Luftballons kaufen. Gut. Spiele jetzt Blockflöte. Na jetzt ja. Also ich weiß, ich muss demnächst Blockflötenunterricht nehmen. Das war geil. Das war ein geiles Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert diesen Farbschirm. Ich bin damit raus.